Ja, liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist heute im Salzburger Land zu Besuch bei unserem Hotel Gutjahr, bei Markus Gutjahr. Wir sind ja gerade letztes Jahr im Sommer am selben Platz, bei schönstem Wetter auch mit diesem Panoramablick gestanden und haben uns nach dem Lockdown unterhalten über das Busgeschäft. Jetzt sind wir gerade auf der Durchreise und wollten einfach mal bei dir reinschauen, wie es da geht. Und was meinst du, wann geht's wieder los? Wann fahren wir wieder los? Ja, schauen wir mal. Also an und für sich geht es uns gut. Diese Bilder, was man hier sieht, zum Beispiel beim Karkogel, das Skigebiet Dachstein West, alles in Betrieb, beste Schneelage, schönstes Wetter, keine Gäste. Ja, es ist schon natürlich ein bisschen zum Nachdenken, aber wir sind sehr zusichtsvoll. Wir haben sehr viel renovieren können, wir haben sehr viel gemacht im Hotel, wir haben sehr viele neue Ideen gestaltet, auch was die Reiseprogramme betrifft. Und wir hoffen nun doch gegen Mitte März wieder aufmachen zu dürfen. Ja, wir sind voll mit Elan bestückt, alle Mitarbeiter warten gerade darauf, dass sie wieder anfangen können. Und es wird sich heute ein bisschen ziehen, aber es wird sich sicher wieder alles zum Guten wenden und wir werden dann wieder voll einsteigen in das Geschäft und wir freuen uns wirklich drauf. Also was schon fehlt, es fehlt einfach die Gäste. Wenn man das seit Jahrzehnten macht und auf einmal sind überhaupt den ganzen Winter keine Gäste da, das fehlt einfach. Und ich glaube aber auch, dass es auch umgekehrt ist, dass wir haben wirklich viele Stammgäste, auch im Reisebürobereich, auch bei den Busunternehmern, wir fehlen denen auch. Ja, das ist so. Ich Ja. glaube, es ist eine Gegenseitigkeit. Wer Gastgeber ist oder wer gern Gast ist, die suchen sich und sie wollen sich auch wieder finden. Und das wird auch wahrscheinlich bald wieder kommen. Genaues Datum wissen wir ja leider alle nicht. Aber wir sind in der Hoffnung, dass bald wieder aufwärts geht und freuen uns, dass wir dich dann wieder besuchen dürfen. Ja. Und jetzt fahren wir wieder, weil sonst müssen wir da beim Schneeschaufeln sein. Ja, Das ist, ja, gell? ja. Schön, dass du da Marc, warst und wir freuen uns sehr. danke dir, Ja, Marco. danke Gell? schön. Bleibt euch Ja, dabei. Servus. servus, Bitte. Andreas.